Präsidentin. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nun liegt wieder eine Studie vor, diesmal von der Bertelsmann Stiftung zur Auswirkung von Armut auf Kinder. In dieser wird festgestellt, dass armutsgefährdete Kinder bei Schuleingangsuntersuchungen deutlich hinter anderen Kindern zurückliegen. Ich runde jetzt mal die Zahlen. 43% sprechen mangelhaftes Deutsch, dreimal so viel wie bei anderen Kindern. 25% der Kinder aus Hartz IV haben Probleme mit der Körperkoordination, zweimal so viel wie üblich. 25% haben Probleme bei der Visuomotorik, das ist die Koordination von Auge und Hand, zweimal so viel wie üblich. 28% haben Probleme beim Zählen, 2,5-mal so viel wie sonst. Und 8,8% haben Übergewicht, zweimal so viel wie sonst. Es heißt in der Studie, Kinderarmut ist kein Randphänomen, sondern es betrifft jedes fünfte Kind in Nordrhein-Westfalen, bundesweit jedes sechste im Ruhrgebiet, sogar jedes vierte. Und die Tendenz ist steigend. Ich möchte mal zitieren. Dauerhafte Armut zeigt hierbei besonders schwerwiegende Folgen und gefährdet die positive Entwicklung von Kindern langfristig. Kinder, welche in Armut leben, zeigen häufiger Auffälligkeiten in ihrem Verhalten. Und weiter, ebenso sind Benachteiligungen hinsichtlich sozialer Kontakte zu beobachten. Armut gefährdet nicht nur die Grundversorgung und Gesundheit von Kindern auf gefährliche Art und Weise, sondern beeinflusst ebenso in hohem Maße die Entwicklung sozialer Kompetenzen von Kindern negativ. Zitat Ende. Warum bin ich jetzt nicht überrascht? Dieses Zitat stammt nicht aus der aktuellen Studie, aus der es allerdings stammen könnte. Es stammt aus einer großen Anfrage meiner Fraktion aus dem Jahr 2007. Es ist also nichts Neues. Und schon 1989 gab es eine Studie der AWO zur Kinderarmut in Deutschland. Aber was hat sich in der Zeit getan? Trotz aller Bemühungen meiner Fraktion, Instrumente gegen Kinderarmut anzuwenden, hat sich nicht viel getan. Und als Frau von der Leyen als Arbeitsministerin Januar 2012 verkündete, dass die Zahl der Kinder im Hartz-IV-Bezug im Jahr 2011 im Vergleich zu 2006 um 257.000 gesunken sei und triumphieren schon fast mit tränenverschleiertem Blick von sinkender Kinderarmut und der Ernte der Kraftanstrengung der letzten Jahre sprach, hat sie einfach schlicht unterschlagen, dass in dem gleichen Zeitraum die Zahl der Kinder insgesamt um 750.000 gesunken ist. Ein rein demografischer Effekt. Und 4 Monate später, nach diesen Äußerungen, veröffentlicht UNICEF ein Ranking über Kinderarmut in den reichsten Ländern der Welt. 29 Nationen werden verglichen. Deutschland landet auf Platz 15, Mittelfeld. Und nach dem Index der Entbehrungen von UNICEF gilt es als besondere Mangelfunktion, wenn ein Kind zwei von den folgenden Dingen nicht hat. 3 Mahlzeiten am Tag oder eine warme Mahlzeit am Tag, altersgerechte Bücher, Spielzeug für Aktivität im Freien, regelmäßige Freizeitaktivitäten, das heißt Sportvereine oder Erlernen eines Musikinstruments, Geld, um an Schulausflügen teilzunehmen, ruhiger Platz für Hausaufgaben, einige neue Kleidungsstücke, 2 Paar Schuhe, Möglichkeiten, Freunde zum Spielen, zum Essen nach Hause einzuladen. Und laut UNICEF trifft diese Mangelsituation auf knapp 9% aller Kinder in Deutschland zu. 5% müssen auf eine warme Mahlzeit verzichten, 4,5% haben keinen Platz für ihre Hausaufgaben, 3% erhalten nie neue Kleidung, sondern nur getragene Sachen und knapp 4% besitzen höchstens 1 Paar Schuhe. Jetzt soll das Kindergeld erhöht werden und der steuerliche Freibetrag angehoben werden. 1 Paar Schuhe. Und dann kommt unser Finanzminister Schäuble daher und sagt, hier hast du 4 Euro, kauf dir ein zweites. Der leidet an völligem Realitätsverlust. Aber das hat ja auch sein Staatssekretär erkannt, der ist heute ja da, der Herr Kampeter, der hat in der Tatze erklärt, die Null ist das Leitmotiv. Und wen oder was er damit meint, kann jeder für sich ausmachen. Und in der aktuellen Studie heißt es weiter, ein früher Kita-Besuch kann negative Folgen von Kinderarmut verringern. Dann muss aber auch die Zahl der Plätze und die Qualität stimmen. Und Außenminister Steinmeier hat hier im Plenum letzte Woche bei der Regierungsbefragung sich hingestellt und sagt uns allen ins Gesicht, dass sich seit dem Ausbau der Kita die Qualität nicht verschlechtert hat. Abends in den Nachrichten der ARD wird dann allerdings der Falschaussage überführt. Denn da wird festgestellt, dass jede 4. Erzieherin entweder keine pädagogische Ausbildung oder nur einen Crashkurs erhalten hat. So viel zur Wahrnehmung der Regierung der real existierenden Umstände. Konkrete Maßnahmen werden von der Linken seit Jahren immer wieder gefordert. Dazu wird auch noch ausgeführt. Wir brauchen keine neuen Studien. Wir brauchen keine Anhörungen, keine weiteren Expertisen. Wir müssen endlich die Dinge angehen. Kein Kind auf der Schattenseite des Lebens lassen, wie es von der Leyen als Familienministerin 2006 so großspurig und großartig verkündete. Wann, frage ich Sie, fangen wir damit an? Handeln statt weiterer Studien und
den Finanzminister auswechseln. Das wäre eine schöne Sofortmaßnahme. Danke. Das Wort hat die Kollegin Jutta Eckenbach für die CDU-CSU-Fraktion.